So geht das. Ich habe das schon oft in Filmen gesehen. Ich bin auch hier. Oh, es hat geknackt. Oh, oh. Sieht es so besser aus? Oh, es hat nochmal geknackt. Upsi. Hallo ihr Lieben, wir haben heute ein neues Video für euch und da freuen wir uns ganz besonders sehr drauf, denn wir haben schon vor ein paar Wochen damit begonnen. Erster Vorbereitungsschritt war mal, die Serie auf Netflix Bridgerton anzugucken, keine Werbung leider. Und der zweite Schritt war, hunderte von wunderschönen Kleidern zu bestellen. Man fühlt sich mal wie eine Prinzessin. Wer will nicht diese krassen Kleider mit diesen riesigen Unterröcken einmal in seinem Leben tragen? Wir haben nicht nur die Kleider bestellt, sondern sehr, sehr viele verschiedene Arten von Unterröcken. Ich hatte keine Ahnung von dieser Welt. Heute werden wir eintauchen in diese Welt. Ich bin so gespannt, ob wir aussehen wie Clowns oder ob wir so richtig royal aussehen und mit einer Prinzessin verwechselt werden. Bitte nenne mich ab nun Lady Serena. Ich komme aus dem englischen Königshause. Wow. Wie heftig wäre es eigentlich, wenn wir mit so einem Kleid in den Supermarkt gehen würden? Zu heftig. Vielleicht machen wir es, wenn ihr alle in die Kommentare schreibt, wir müssen 24 Stunden in diesem Kleid leben. Das kannst du ganz schön alleine anziehen. Ich bin der Schleppentrager. Probieren wir erstmal die Kleider an. Bleiben wir erstmal bei diesem Video hier. Oh, es wäre so cool, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Das würde uns extrem freuen. Und es ist auch gut für euch, denn dann werdet ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video hochladen. Einfach auf Abonnieren klicken unter dem Video. Wenn es rot geschrieben ist, dann habt ihr es noch nicht gemacht. Klickt mal drauf. Dann wird es weiß oder blau. Blau. Blau wird gar nicht. Weiß? Schwarz? Durchsichtig? Welche Farbe kommt der Abonnieren-Button? Testet es aus. Und wenn ihr uns dann abonniert habt, seht ihr spätestens auch das Video, wo wir dann in diesen Kleidern im Supermarkt sind. Oh, oh. Guckt mal, ich habe meinen Lockenstab nach 100 Jahren mal wieder rausgekramt. Das hat so mittelmäßig funktioniert. Eine wunderschöne Spitzenkette. Hätten die auch getragen damals, vor langer Zeit. Hast du auch schon eine Corsage an? Oh nein, ich habe königliche Unterwäsche an. Soll ich die zeigen? Ich weiß nicht. Guckt mal, eigentlich ist es eine kurze Leggings. Tada! Vorbereitet. Sieht aus wie immer. Ich habe gestern meine Haare nachgefärbt, aber sonst sehe ich aus wie immer. Los geht's! Leute, das ist Stand der Dinge. Ein Hut! Komm mal hier zurück! Ist hier gerade im Ernst ein Hut dabei? Ein schmutziger. Ein schmutziger Hut, aber es ist ein Hut. Kleider über Kleider und noch viel mehr Unterröcke. Wie heißt das? Corsagen. Ja, ja, Corsagen. In weiß und in schwarz. Wiegt 3 Kilo. Und was ist das hier? Es handelt sich auch um einen Unterrock. Und da soll ich reinpassen in diese kleine Öffnung? Ich glaube, das muss eher... Kannst du das mal unter deinen Kleidern ziehen? Funktioniert eher mittelmäßig. Das ist, glaube ich, nicht das richtige Kleid dafür. Hallo Freunde! Irgendwie nicht so komfortabel. Wir müssen auch auf jeden Fall gleich den Sitztest noch machen. Ja, bitteschön. Eigentlich ganz okay. Was hast du hier denn da ausgesucht? Das sah im Internet ganz anders aus. Zeig mal die Ärmel. Schick. Aber was für ein Unterrock gehört dazu? Das ist so ein Po-Unterrock. Der macht hier so einen runden Po. Nein, nicht für den Bauch, für den Po. So, was für eine Variante ist das? Oh wow, zauberhaft. Der ist ja riesig. Sieht aus wie so ein Fischskelett. Wie ein viel zu viel. Oh, ich feiere die Ärmel. Du siehst aus wie eine Bibliothekarin. Und es fehlt auch noch ein Unterrock. Sieht man bei dir auch einen Unterrock drunter? Wo sind meine Drachen? Du gehörst hier gar nicht zu Bridgerton. Raus mit dir. Der sieht nämlich nach sehr, sehr, sehr viel Volumen aus. Oh, ich glaube, ich nehme den. Oder ist der eher für kurze Kleider? Vielleicht nehme ich doch lieber den. Ja, der ist für deinen Kleid gut. Wo ist mein Fuß? Man muss es ja auch irgendwo verschließen. Praktisch ein Kleidverschluss. Das ist so toll. Meins ist nur mitteltoll. Wie sieht das falsch aus? Hier vorne ist ein Problem. Das ist nicht für dieses Kleid geeignet. Ich nehme einen anderen. So was habe ich noch nie gefühlt. Wow, das ist so toll. Tschüss. Oh, das ist besser. Aber immer noch komisch. Wieso habe ich eigentlich immer die hässlichen Kleider? Können wir mal versuchen, wie es ist, wenn wir uns umarmen? Lady Victoria! Lady Serena! Ach, es klappt ganz gut. Thumbnail. Morgen ist es endlich soweit. Am 26. Februar erscheint unser neues Buch in allen Buchhandlungen. Es ist ein Wendebuch mit 2 Covern. Mein perfekter Frühling und mein perfekter Sommer. Also eigentlich 2 Bücher in einem. Oh, wir sind schon so aufgeregt.
Ich ziehe das einfach mal probeweise an. Ich bin zu dick. Ja, da muss man richtig leiden, wenn man das zumacht. Besser! Habe ich es überhaupt richtig? Vielleicht hört es so. Die Schnürung ist hinten. Ich schnür dich da rein. Halt dich fest. Wo ist denn Ihre Schnürung, mein Lady? Ich bin jetzt Ihre Hofdame. Das ist einfach zu klein. Wir machen das passend. Ich mach das schon. Jetzt wird's. Haut rein. Oh! So geht das? Ich habe das schon oft in Filmen gesehen. Ich glaube, du musst dich vorbeugen. So machen die das auch in den Filmen. Hä? Weil die sich an der Stange festhalten. Jetzt keine Stange. Das ist viel höher. Das wird bestimmt 100 Jahre dauern. Ich weiß nicht, ob ich hier weiß, was ich tue, aber ich tue es einfach mal. Hin und her, links und rechts. Es wird schon unbequem. Irgendwie ist das verwirrend mit zwei Bändern. Mit einem Band wäre es irgendwie leichter. Kriegst du noch Luft, Lady? Es geht noch. Ich muss mich erstmal hinsetzen vor Erschöpfung. Wie fühlen Sie sich? Ein bisschen eng. Kannst du mir ein Kleid raussuchen? Naja, das hier. Das hattest du ja schon ausgesucht. Lady, wissen Sie, was Sie hier tun? Ich finde es heraus. Finden Sie den Ausgang nicht? Hat das Teil überhaupt zwei Ärmel? Ich glaube schon. Wo gehört der Kopf hindurch? Hier hindurch, Fräulein. Hier hindurch. Hallo. Lady Bridgerton. Ich fühl's. Guten Tag. Der geht nur nach links und rechts. Von vorne und hinten ist er flach. Oh, ich lieb's, Leute. Wieso habe ich nicht früher gelebt? Wieso bist du nicht einfach früher auf die Idee gekommen, solche Kleider zu kaufen? Du bist doch nur neidisch. Lady Serena, ihre Kette. Der Verschluss ist vorne. Oh, gut, dass sie mir das sagt. Ich muss raus. Oh, das ist ein Dreiteiler. Ist das ein Wrack? Das ist ein Kleid. Heißt es Wrack oder Frack? Frack. Ein Wrack ist unter Meer. Lady, suchen Sie mir meinen Unterrock. Los, los. Was ist das denn? Das sieht aus wie so ein Pinguin. Kannst du mir das hier unten verteilen? Hä, was ist das denn für ein komisches Kleid? Vicky, ich glaube, das ist falsch. Ich brauche das andere. Ich brauche diesen. Komplikationen hier. Diesen brauche ich. Sie hat es angezogen. Von vorne ganz unscheinbar. Von hinten? Das sieht durchaus merkwürdig aus. Ich fühle mich trotzdem richtig royal. Der Reißverschluss ist schon ein bisschen geplatzt. Ups. Oh mein Vicky. Ich habe das Wichtigste ja fast vergessen. Der Hut. Ich weiß nicht, ob der Hut es wieder ein bisschen schlechter macht oder besser. Irgendwie fühle ich mich mit dem Hut eher nur wie die Hausdame. Hut yay or nay? Ich will jetzt gerne Walzer tanzen. Kann jemand die Walzermusik anwerfen? Dim, 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 dim. Dim, 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 dim. Das ist Hochzeit. Aber ich tanze weiter, meine Freunde. Das ist mein Kleid für den Polterabend. Dann polter mal los. Bitte, 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 bitte seid nicht sauer auf uns. Wir vergessen manchmal jemanden zu grüßen. Nur manchmal. Aber heute haben wir es nicht vergessen. Heute grüßen wir Jen. Hallo, könnt ihr mich bitte grüßen? Mein Hund Mia freut sich auch. Da müssen wir natürlich grüßen. Liebe Grüße an dich, Jen, und an Mia. Liebe Grüße an euch beide. Das Finale. Das sind die teuersten Kleider, die wir ausgesucht haben. Und die schönsten und die politischen Prinzessinnen über Hochzeitsgewinnerkleider von allen. Welches soll ich anziehen? Dann bekommst du das. Oh, diese ultra süßen Schleifen gehören noch zu dir. Oh, du hast gerade keine Zeit, ne? Du schaffst das. Sind das Hilferufe? Sind das dumme Hilferufe? Hilfe! Irgendwas passt hier nicht so. Dieser Unterrock ist einfach zu lang. Guck mal, ich trage das schon hier oben. Was wird das? Ja. Vicky braucht noch ein bisschen Zeit. Ich habe schon eine Schleife angebracht. Sie ist ein bisschen wackelig, aber das funktioniert. Brauchst du Hilfe? Ja, ein bisschen. Kannst du mir hier zuknoten? Das passt doch gar nicht. Ja. Darin hat gesagt, ich sehe aus, als wäre das ein Nachtkleid. Nein, das sieht aus wie Rons Mantel, Umhang. Wer weiß, wovon sie spricht. Die zwei teuersten Kleider sind irgendwie fake. Gerade das Fasching schon vorbei. Das wäre sowas von meinem Kostüm gewesen. Sowas von. Halloween kommt ja. Das ist das Problem. Irgendwas ist hier falsch. Ich glaube, ich brauche eine andere Unterrockauswahl. Das mit den Unterröcken, das ist ganz schön tricky. Ich wechsle den mal. Alles klar bei Ihnen? Ist das gemütlich? Ist klasse. Okay. Aber die Beinfreiheit ist toll, ne? Diese Unterröcke sind eine Mischung aus bequem und furchtbar unbequem. Beinfreiheit finde ich toll. Ich weiß nicht, wie es ist, damit in ein Auto einzusteigen. Früher hatten sie ja auch Kutschen. Die sind noch nicht Auto gefahren. Ich habe noch einen Platz frei auf meiner Tanzkarte. Der wird frei bleiben, glaube ich. Freiwillige vor. Das ist also der übelste Creep. Hä, wieso? Oh, oh, sie nähert sich uns. Hilfe! Hallo, wer will tanzen? Oh, oh.
Das ist eine richtig gute Lüftung. Ich bin auch hier. Aber irgendwie glaube ich, meins sieht ohne dieses Unterrock besser aus. Oh, es hat geknackt. Oh, oh. Sieht es so besser aus? Oh, es hat nochmal geknackt. Upsi. Ist es noch ganz? Ja. Ist noch ganz. Lady Serena, wir fahren nämlich jetzt zum Debütantinnenball. Ja, genau. Wir werden heute debütieren. Debattieren. Nein, Debüt. Wir feiern unser Debüt. Ich gehe zum Buchstabierwettbewerb. Buchstabieren Sie mir Fahrsicherheitskontrolle. FAHRSICHERMHEITSKOMTROLLE. Tada! War gut, ne? Hast du auch was Schwereres? Debütantinnenball. Wie schreibt man das noch? Sie ausgeschieden. Wir sind ins Finale gekommen. Alle, die Bridgerton geguckt haben, lasst uns gemeinsam fangirlen in den Kommentaren. Bin am Start. Ich hoffe, ihr habt uns spätestens nach diesem Video alle abonniert, weil wer will sowas verpassen? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Kutsche warte. Oh, ich bin